Ein Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, LPLucas124. Heute wieder in Rayman Raving Rabbids. Und ja, wir sind jetzt schon wir gehen jetzt gleich in die dritte Runde. Wir haben uns letzte Folge schon umgezogen. Also wir haben jetzt das DJ Outfit freigeschaltet. Und ja, lass mal zur dritten Runde gehen, also zum dritten Tag. Ja, da ist wieder das Held Krui, oder wie er heißt, der uns aggressiv mitschleppt. Okay. Ja. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder im Stadion gelandet, zum dritten Mal jetzt schon. Und ja, lass mal zum ersten Spiel gehen. Okay. Hasen können nicht fliegen, schieße Super Bunny mindestens 120 Meter weit. Okay. Ups. Oh, das ist jetzt wieder Musik. Okay. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ja. Okay, ich hätte ja einen schon genommen. Also der Typ ist schon mal Super Bunny. Ja, das. Ah, hätten wir schon mal geschafft. Knapp, glaube ich sogar, ne? Okay, gewonnen. Ja, neuer Fortnite-Tanz. Nicht was. Und okay. Und sie machen jetzt aber irgendwie andere Bewegungen. Schon irgendwie nicht. Wempel, ich meine. Stampfer, was sich auch bewegt. Okay, dann gehen wir mal zum zweiten Spiel. Und Hasen benutzen keine Zahncreme. Verjage die Würmer für eine Minute. Ziele mit der Wii-Fernbedienung auf die Würmer. Drücke anschließend A und ziehe die Wii-Fernbedienung schnell zur Seite um. Okay. Ich habe hier gerade Probleme mit dem Abstand, um sie hervorzuziehen. Leute, ich komme hier das hier wieder nach. Und ja, also nicht wundern, wenn ich irgendwie verzögert was sage. Okay, oder? Das sieht so eklig aus. Ekligstes Spiel, glaube ich, ist das hier. Ich glaube aber nicht jetzt an die anderen Spiele so. Robots einfahren ist kaputt. Der ist eklig, ja. Ist Karius oder was? Ja. So, wir sind hier wahrscheinlich der Arzt im Web oder so. Eine Minute lang müssen wir es schaffen. Und ja. Das ist etwas schwerer zu verwandeln. Ja, noch 3 Sekunden hätten uns gefehlt. Okay. 2. Komm aber nicht aus allen Zielen raus, da. Sondern wir müssen welche sind. Hier. Okay. Und das wird lachen wir dann noch. Okay. Das können doch aber auch Sounds in den Rabbids sein oder so. Habt ihr eigentlich schon die Sounds in den Rabbids gehört? Vielleicht schon, wenn nicht, werdet ihr bestimmt. Die Mats sind aber schon recht. Wir sind das halt bekommen, aber richtig Glücksschau, Mann. Wenn wir die anbringen. Okay, jetzt sind ja mal schneller. Okay, eine Minute haben wir schon mal geschafft. Okay, dann lass mal gucken, wie weit schaffen wir es noch.
Oh Gott. Ja, das wird nichts mehr. Das ist zu schnell. Okay, wir haben es aber geschafft. 14 Minuten mehr, 14 Sekunden mehr als wir eigentlich sollten, aber. Oh Gott, das war eklig. Okay, also das ist. Aber wieso freut sich eigentlich Rayman, dass er... muss ich das verstehen? Glaube ich noch nicht. Okay, lass mal zum dritten Spiel gehen. Das ist aber das hier Webster im Hintergrund. Okay, das ist auch komisch. Okay, bringe den Ball unter 30 Sekunden ans Ende der Strecke. Neige die Wii-Fernbedienung, als ob es die Unterlage wäre, auf der die Kugel rollt. Okay. Haut ihn jetzt. Okay. Was geht er also in sein Gehirn vor? Okay. Letzte Folge konnte man mich irgendwie auch nicht so gut verstehen, auch wenn ich nachkommentiert habe. Ich hoffe, es ist in dieser Folge nicht so. Ich habe dann noch etwas Probleme mit den Sounds und so, dass es sich gleichzeitig geht. Also, entschuldigt mich dann. Okay, versagt leider. Oh, ich habe eigentlich jetzt das gezeigt. Ja, das kann man. Das Spiel ist schon ganz schwer. Schon wieder. Auf den irgendwie. Typisch schon recht brutal, okay. Recht knifflig das Spiel. Oh Gott. Ja. Okay, ja, lass jetzt mal. Also jetzt das letzte Mal und wenn wir es nicht schaffen, dann werde ich es wahrscheinlich irgendwann anders machen, weil das ist nicht einfach. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich das offscreen machen, weil es ist schon recht schwer. Dann kann ich ja Sachen zeigen, die man freischaltet. Also dann schaltet, ich glaube, immer was frei, wenn man alle Spiele in der Runde hatte. Also haben wir dann letzte Folge auf und dann haben wir das DJ-Kostüm bekommen. Und ja, lass mal zum vierten gehen. Und das vierte Spiel ist wieder ein Tanzspiel. Und ja, aber dass einmal die Musik etwas anders unterbrechen muss. Also denke, es ist jetzt nicht immer dasselbe. Und ja. Wahrscheinlich wieder 700, also das war eigentlich eins der einfachsten Spiele. Also meiner Meinung nach. Und ja. Wobei, wie will Rayman jetzt eigentlich raus? Also Rayman ist die Person, die wir immer spielen. Wie will er jetzt rauskommen aus so überhaupt? Ja. 20 geht das jetzt auch nicht so gut. 355 Punkte schon mal. Okay. Ja, alle diese Lieder waren wahrscheinlich früher im Chart. Also diese Musik habe ich sogar nach vor kurzem gehört. Ja, und das ist einfach nur so ein komischer Remix. Okay. Alter. Okay, haben wir gerade noch kurz so geschafft. 614 Punkte. Oh Gott, das ist echt gut. Okay, sehen wir. Ja, haben wir jetzt schon. Deswegen, also ist eigentlich ganz einfach. Und Double Jump, okay.
töten die Rabbits also alle irgendwie, die da werfen die Fünfte. Oh, genau, ich habe die Fünfte sogar. Okay. Ja, das war's. Gut. Oh, tja. Okay. Gewonnen. Dann let's wieder. Dann kommt er wieder raus. Good job, Wayman. Ah ja, da haben wir jetzt die Sounds gehört. Das sind die Sounds, aber Bungie, die man nicht gehört hat. Dieser Rabbit, das sieht auch mit deiner Fresse da auch richtig cool so. Ja, also dieses Spiel hier werden wir wahrscheinlich wie das vom ersten vom ersten Tag wahrscheinlich offscreen machen oder irgendwann mal nachholen alle ja, weil ich würde da schon recht gerne alles freischalten, was geht. Okay, hast du ein gutes Rennen am Strand, denke wie ein Gott und komme in weniger als 1 Minute 5 Sekunden an. Ich steuere dein Warteschwein mit dem Landschock auf Schalk, ja, und halte B gedrückt. Du hast 3 Spatenschläge frei, um dein Wartenschwein anzutreiben. Schlage kurz mit der Wegfernbedienung, um es, okay. Ich weiß noch, dass ich hier nicht, dass ich beim ersten zweimal die Steuerung nicht so gut verstanden habe. Deswegen. Weil das Schritte das eigentlich nicht sind. Deswegen. Also ich weiß nicht, dass man Wege zurückhalten muss. Und, nein. Ja, deswegen. Okay. Ja, hier werde ich wahrscheinlich wieder, ich glaube, auch gefällt. So, da ist es so. Und die Musik ist auch manchmal anders. Hey, fällt ich auch. Okay. Ja. Okay. Jetzt glaube ich. Jetzt wieder die Musik. Friedliche Musik. Ah. Dafür müssen wir die ersten 3 sein. Okay. Gibt es dann auch die Abkürzung, die in den Gehirn benutzen? Okay. Weil schon irgendwie brutal ist, dass man die Wildschweine gemacht hat, dass das jetzt auch schlagen muss. Oh, Pokal. So. Andere Bewegungen, das ist ja. Also, kommt mir so vor. Du hast einen Klostampfer gebraucht, wenn ihr mit dem Bedacht. Wow, toll, jetzt haben wir schon den 3. Klostampfer. Beste Wahl. Okay. Hat dieser Typ eine Maske auf? Der wahrscheinlich nicht abnehmen, oder was das immer sein wird. Das ist kein normaler Hase. Und dann hat er uns das hier gegeben. Okay. Ist wahrscheinlich einfach nur so ein Wächter oder so. Oh, Wayman hat eine Idee. Wir haben ja schon 3 Klostampfer. Man guckt das Fenster. Aha.
Kreis. Oh nein, ich sterbe schon wieder. Nein. Der Vogel. Nein. 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 Ja. Ich hasse diesen Vogel. Ja. Den mag ich überhaupt nicht. Okay. Ja, hier kann man die Plusstampe auch schon sehen. Und lass mal die, die neue Kuss. Lass uns mal umsehen. Ja, wir haben Probleme mit dem Abstand. Also irgendwie geht das nicht so gut, dass man richtig Abstand haben kann. Okay, wir können auch mal bald Oma mit diesem Disco-Outfit ausprobieren. Oder irgendwie was richtig komisch ist. Was irgendwie komisch ist, dass Raven Oma Outfit haben. Und ja, dann nehmen wir mal die Disco-Schuhe. Boah, nice. Okay. Raymond ist scheiße. Schön wieder, ne? Okay, Tag 1. Tag 2, ja. Wir Hasen ein bisschen träge. Wenn wir dann auch wahrscheinlich nachspielen und Hasen fressen so viel auf. Und ja. Ich glaube, das war's dann auch mit der Folge, und dann würde ich sagen, ciao, Leute!